Aber die Musik. Also ist er noch da. Diese Musik wieder weg. Wo war der jetzt? Wo darf ich nicht hin? Naja, also hier sind wir dann doch richtig. Das Tor ist verschlossen und das Schloss ist in einem ausgezeichneten Zustand. Habe ich das nicht eben schon mal gehabt? Ach, ist das jetzt die andere Seite oder wie? Ah, also muss ich hier lang. Wie? Den ganzen Weg umsonst? Sag mal, Spiel, willst du mich verarschen jetzt oder? Oh, nee, die Taste wollte ich drücken. Es lässt sich nicht bewegen. Etwa hiermit? Nein. Mist. Das ist aber... Boah, das ist aber schlecht. Aber das reicht doch, dass ich... Das heißt doch, dass ich hier richtig bin. Wieso bin ich denn hier jetzt angekommen, oder? Wo ist denn das Gefäß, bitteschön? Ich habe immer noch kein Gefäß für die für diese Küche gefunden. Geh ins Dunkle und dann siehst du gar nichts mehr, Junge. Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Zombie an, der hat sogar noch Klauen. Ja, das hat sich nicht gereiht, das war Flatsch. Jetzt gehen wir mal dahin. Jetzt melde ich, was war das? Ja klar, es geht auch noch auf. Boah, shit. Das hat er so frisch gemacht. Hey, danke. Jetzt melde ich, warum nicht der Tote? Nur ich vergewaltige immer deine Leiche, ne? Oh, deine Leiche ist aber ziemlich zerbackt, Mann. Tu mal was dagegen. Ich verlange, dass die Tür sofort aufgeht. Ich bin Trilophysis, Gott der Unterwelt. Oh, hallo. Hey, anybody, help! Christ, I don't believe this. What? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Ich habe den Kontext gerade nicht verstanden, was er sagte. Naja. Ist alles nur, weil ich die Tür geöffnet habe? Hallo? Also das hier habe ich im Let's Play auch nicht gesehen. Also ich entdecke immer neue Sachen. Aber hallo. Vielen Dank für das Zeug. Also ich muss sagen, ich bin irgendwie ein erforschungserfolgreicher als Deathmec, muss ich sagen. Aber egal. Gehen wir mal hier lang. Hier fliegen, fliegen. Hier gibt es nur einen Zettel. Ein Zettel, den ich nicht kenne. Das ist mal ganz was Neues. 3. August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Hmm.
Ja, okay. Moment. Mein Ohr juckt. So. Ja. Also es scheint ja so, als würde... Ja, jetzt mal ehrlich, wo ist jetzt das Gefäß? Ich habe jetzt alle Räume durchsucht. Es muss doch irgendwo ein Gefäß geben, wo ich... Oh, fuck. Scheiße, die Tür ist nicht zu, ne? Was zum... Hä? Ruckel? Ist das jetzt nur im Spiel oder ist das jetzt aufnahmetechnisch? Ein Bug-Zombie? Gebuggter Zombies gibt's auch noch oder was? Nee, hier geht's. Oder ist das wegen den Fliegen hier tontechnisch gebuggt? Ich weiß das gar nicht. Ich hatte das noch nie. Ich traue mich auch nicht raus wegen dem Zombie. Ich guck mal eben kurz nach, ob das auch aufgenommen wurde. Wenn ja, dann... Ich denke mal ja, es wurde aufgenommen. Aber ich schau mal eben. Moment. Boah, ich dachte gerade, das Spiel kackt ab. Ich konnte das nicht checken, weil meine Maus oben in der linken Ecke festhing. Hm. Ich weiß nicht, was das war. Ich werde es ja nachher sehen. Jetzt melde ich, wo ist das Gefäß, verdammt nochmal. Also das Flatschen ist mal weg, aber wo ist das Gefäß? Habe ich etwa einen Raum noch nicht gesehen? Oder einen Raum übersehen? Oder noch nicht gemacht? Geil, wer heult denn hier rum, ey? Da ist die Küche. Ah, hier waren wir waren links rum, ne? Stimmt, rechts rum waren wir noch nicht. Ja, da sieht ja auch vertrauenserweckend aus. Bin ich schon wieder im Kreis gelaufen. Hä? Ich bin im Kreis gelaufen, Leute. Habt ihr den gesehen? Den habt ihr gesehen, ne? Den haben wir gesehen. Den haben wir eindeutig gesehen. Nö, 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 da gehe ich nicht lang. Finde sie! Finde sie und finde den Zettel. Und das hier. 4th of August, 1839. The nightmares woke me in the early morning. And for a moment, I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me. And he answered that things can be done, but at a price. Was für ein Preis? Morden? Oder was? Oder den eigenen Tod? Naja, finden wir es raus.
Also der Schatten ist also eine Ausgeburt in der Kugel. Bin ich etwa gestolpert? Oh ja, ich bin über den Eimer gefallen. Tinnitus. Das ist ziemlich grell. Aber wir wissen, dass, was das heißt. Das heißt Punkt, 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 ne? Nö. Ich bin über einen Eimer gestolpert. Jetzt echt? Okay. Gehen wir mal hier lang. Oh, fuck. Ja, wir sind tot, ne? Ich darf nicht aufgeben. Wo bin ich? Hä, wo bin ich? Jetzt hat's mich hier rausgeworfen. Geil, es portet mich einfach mal hier irgendwo hin. Oder hat er mich hier hingeschleift? Das wäre natürlich möglich, aber hat sich nichts verändert. Was mit dieser Notiz? Ja, ist immer noch die gleiche. Jetzt haben wir auch mal so einen Zombie gesehen. Das erste Mal hat uns sogar einer gekillt. Das war kein Selbstmord. Na, ich habe mich ziemlich heftig gefühlt gerade. Jetzt habe ich Angst. Na, jetzt habe ich keine Angst mehr. Jetzt bin ich voll immunisiert, ey. Aber wir haben den einen Raum durch, also gehen wir hier entlang. Puh, lauf ich einen Zombie direkt in die Arme? Ich glaub's ja nicht. Da steht was. Rezeption. Da ist der Zombie hingelaufen. Da gehe ich jetzt mal hin. Rezeptaculum. Lagerraum also. Und das Tor ist verschlossen, aber das Schloss ist in einem ausgezeichneten. Habe ich den Zustand? Da war ich doch gerade eben. Da habe ich mich doch versteckt. Der Kreis schließt sich. Ich sehe nichts mehr. Oh, ich sehe wieder was. Gibt's hier endlich das Gefäß, was ich wollte? Oh, hier ist mal hell. Hier muss doch irgendwo ein Glas sein, oder? Wenn's hier... Ah, da ist es doch. Aufgenommen, Glas. Und Ratten. Aber Glas ist gut. Dann können wir jetzt in die Küche gehen und unsere Säure holen. Für dieses Gitter, was ich da gefunden habe. Oh, Wahnsinn. 52. Gibt es irgendwie ein Limit von 100 oder so von den Zunderquellen? Das wäre doch mal Hammer. Unendlich Zunderbüchsen. Ich kann so viel Licht machen, wie ich will. Irgendwann mal. Gehen wir weiter. Hey, das war ein Befehl. Hier von Republic Commando. Wisst ihr? Gehen wir weiter. Angriffsformation einnehmen. Alles klar, Sir. Oh, shit. Spiel. Mach die Tür zu. Oh, scheiße, ey. Wahnsinn. Ich springe hier durch Gegenstände und versteck mich so. Das muss der gleiche Zombie gewesen sein, der mich da gekillt hat, oder?